Doch, ja. Jetzt, Mr. Noah. Jetzt kann ich. Ja, nee, ich bräuchte eigentlich nur ganz kurz die Kontonummer von Ihnen, weil ja. Sie ja gestern anscheinend für 5.000 bei Fischchen bestellt nee, haben. Heute, für das jetzt, gerade. Heute haben Sie es gemacht. Jetzt gerade, weil der Kühlschrank war leer und es hat keiner geliefert und ich hatte Hunger. Ja, heute soll eine Lieferung kommen. Wenn die bis 9 Uhr nicht da ist, werde ich da mal reinreiten, aber die hatten vorhin auf der Hotline angerufen, dass die Frau, die sonst immer liefert, nicht da ist, der Mitarbeiter nicht wusste, wie viel. Ich habe denen jetzt im Rahmenvertrag gesagt, das steht hier $1,000. Also die müsste eigentlich kommen, die Lieferung, aber halt von dem Mitarbeiter, nicht von der Chefin. Okay. Deswegen dauert das vielleicht ein bisschen länger. Ja, gut, dann dauert das ein bisschen länger. Aber ich brauche immer noch die Kontos nochmal von Ihnen, ja? Ja, kann ich Ihnen schicken per SMS. Dann müssen Danke. Sie nicht aufschreiben. Dann Überweisung, ich weiß nicht, ob es noch heute ist, aber die wird auf jeden Fall kommen, ja? Kein Stress, ich nag nicht am Hungertuch. Alles gut, Mr. Noah. Gut, perfekt. Danke Ihnen sehen. Ciao. Ich hab mit Lob von Mountcastle auch nicht umgehen, Leute. 390-970. 390-970. Aber ich kann es nicht lassen, Brecht zu sein. Ich glaube, er hat gecheckt, dass die Entschuldigung ernst gemeint ist, aber so nicht wieder vorkommen wird, weil Zane danach direkt wieder Brecht geworden ist. So. Wir wollten mit Kurz sprechen. Guten Abend. Ist Kurz. Nee, Kurz macht jetzt Verhandlungen mit Bridger. Nee, ich spreche jetzt mit Kurz. Ich wollte mit Owen noch sprechen. Gott, so viele Gespräche. Wo ist Owen? Owen! Sehen, haben Sie sich gut erholen können in der Zwischenzeit? Ja, vielen Dank übrigens für die Nachfrage, sorry, dass ich nicht zurückgeschrieben habe. Alles gut. Danke, ist alles gut wieder. Wo steckst du? Vor der Tür. Na, wie vor der Tür? Du bist überhaupt nicht vor der Tür. Wenn du rauskommst, links um die Ecke ein bisschen. Ja, vorne oder hinten? Seiteneingang? Haupteingang. Haupt, ein bisschen links. Okay. Gut. Geil. Beziehungsweise das Entziehen des Fahrzeuges ist nur verankert, wenn. Wir sowieso wissen, wer wie was, und das kann sich immer ändern, ne? Wer welcher Richter das übernimmt. Weil Mountcastle übernimmt zum Beispiel das von heute, was eigentlich Delanois machen sollte. Der hat das jetzt einfach gesagt, er macht das. Mhm. Dann klar, können wir so machen. Wir kümmern uns dann darum, dass die Richter, vielen Dank für den Follow, schöner Name. Also mit den Richtern da auszumachen, wer das übernimmt. Meistens haben die auch bestimmte Uhrzeiten, wo die das machen können. Delano ist zum Beispiel immer da für English. Aber das können wir machen. Okay, machen wir so. Perfekt. Das wäre das Thema. Zweites Ding. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr, was die Tags angeht oder die Kennzeichnung eurer Akten, wer welche Akte bearbeitet und ob die in Bearbeitung ist, ob die an den Text im Status auch ist. An der genau, quasi Dienstanweisung Text sind wir dran. Alles gut. Genau, dass das einheitlich ist, weil das Problem ist nämlich, wenn es nicht einheitlich ist, ist schwierig, das zu übersehen, wenn wir... Sind wir dran. Haben Sie mal Zeit für mich, huhu. Nikos, für dich doch immer. Super. Komm ran. Soll ich zu euch kommen? Wie gesagt, an den Text sind wir dran. Was denn? Ich nehme ihn doch gleich mit. Ist gut. Nee, ich brauche dich. Ich will ja nicht, ja, du bist aber gerade mit Noir. Also, Nikos, ja, komm mit. Deswegen. Nicht, ob das in Ordnung ist, dass die kennenlernen und dein zukünftiger Ehemann. Ich weiß nicht. Ist nicht mein Ehemann. Keine Scheiße, ich wollte Nikos, ihn nicht nehmen. Was ist eigentlich aus dem Fall da geworden? Weißt du, ja, pass auf. Ich habe mit dem Kollegen drüber gesprochen. Ja. Es ist tatsächlich so, dass mehrere Staatsanwälte sich einig waren, dass diese Akte eingestellt wird. Ja. Ich habe nochmal mit ihm drüber gesprochen. Ich habe es auch nicht so gesehen, aber Was? Er hat mit mehreren Staatsanwälten darüber gesprochen. Die waren sich alle einig, dass es eingestellt wird. Da kann ich dann natürlich als einzelne Staatsanwältin das, nichts gegen machen. Nein, das akzeptiere ich nicht. Du kannst mir nicht sagen, du befeuerst nur meine Verschwörungstheorie, dass da Geld geflossen ist. Anders kann ich für alle Staatsanwälte, außer mich, meinst du? Die haben mich einfach vergessen, meinst du? Du kriegst von mir Geld, weil ich weiß, du bist auf meiner Seite. Nein, gib mir bitte kein ich Geld. Ich werde deinen Kampf nein, gib mir bitte gegen das nein, System. Nein, nein, gib mir bitte kein Geld. Nikos. Ich geb dir, also wenn du was brauchst, dann nein. Frag, aber nicht jetzt, ich hab jetzt auch keines bei mir. Okay, Gott sei Dank. Was brauchst du? 2000, nein, 3000, ich brauch kein Geld, Nikos, ich verdiene genug, danke. Warte, das...
Das System muss gestürzt werden. Ich werde jetzt eine Demonstration organisieren. Ich danke dir, mein Schatz. Danke dir, dass du mir geholfen. Wirklich. Ja, gerne, danke, Nikos. Dass du dich für mich einsetzt. Schatz oder so. Ich bin ich sauer weiß nicht. Jetzt. Oh, ich bin nicht sauer. So, hi. Was gibt's? Oh nein. Jetzt geht er damit zum Richter, ne? Oh. Was denn? Nix. Naja. Oh. Liv, siehst du es so wie ich, dass das PO keine Auskünfte über das Traffic Law erteilt? Ach, jetzt habe ich eine erteilt an der Hotline. Also ich meine... Nee, also ich würde nein sagen, weil laut Paragraph 10 Absatz 1 eine Person, die eine Ordnungswidrigkeit schuldig gesprochen oder schuldig ist, wird das Verfahren über eine strafbestimmliche ordentliche Verfahren vor Gericht, sondern selbstständig durch die Polizeibehörde. Ach so, das meinst du? Nee, ich hatte eine Frage von einem PD-ler über das Traffic Law, die habe ich beantwortet. Nee, warum? Wir sind noch nicht mal für das Gesetz zuständig. Ja, ich weiß. Das habe ich ihm auch gesagt. Ja. Aber er hatte halt die Frage, wie das jetzt ist, also angemeldet, also mit einem unangemeldeten Fahrzeug fahren, ist ja definitiv definiert im Gesetz. Und er hat halt die Frage gestellt, jetzt steht hier ein unangemeldetes, geparktes Fahrzeug. Da meine ich, ja, steht's im Gesetz? Nee. Da habe ich gesagt, ja. Dann lassen Sie das stehen. Pass auf, ne? Also es geht ja um die Intention des Gesetzgebers. Ja. Ne? Also es muss sich nicht zwangsläufig sicherlich nicht im öffentlichen Verkehrsraum bewegen. Kann sicherlich auch reichen, wenn es an der Seite kurz steht. Ja, da steht er ja. Das Fahren mit einem unangemeldeten Fahrzeug ist verboten. Steht da so. Mhm. Es gab mal die Aussage von Monsieur Mountcastle, das, was im Gesetz steht, nach dem handeln wir. Ja. Oder beziehungsweise Sie und die Polizei. Und das, was nicht drin steht, steht nicht drin. Und da steht Fahren mit einem unangemeldeten Fahrzeug. Gut. Also ich würde da niemals eine Auskunft drüber erteilen. Weil wir dafür nicht zuständig sind. Nee, wir sind nicht fürs Traffic Law zuständig, aber wenn die allgemein. Es ist ja quasi eine allgemeine Gesetzesfrage gewesen, so nach dem Motto, naja, also, ne, manchmal muss man wir interpretieren keine Rechtsauskunft. Und sowas. Hä, für Petita doch natürlich. Nee. Doch. Nicht im Traffic Law. Würde ich niemals machen. Die müssen das selbst im eigenen Saft entscheiden. Du gibst denen ja jetzt ja praktisch vor, wie die im Rahmen des Traffic Laws. Ich habe ihm 20 Mal gesagt, dass das seine Aufgabe ist. Er hat trotzdem gefragt. Da habe ich die Frage halt beantwortet. Ich habe ihn darauf hingewiesen, dass das nicht unser Bier ist. Ja. Ich will nur nicht, dass das zu uns zurückfällt und irgendwer sagt, ja, die Staatsanwaltschaft hat ja gesagt. Ja, dann sagst weißt du, Zane hat gesagt. Liv, willst du mich verarschen? Nee, will dich gerade nicht verarschen. So, ich dich auch nicht. Dann weißt du ganz genau, dass ich das nicht sagen werde. So, ich werde mich hier vor den Bums stellen. Und dann habe ich hier wieder irgendeinen historischen Richter vor mir. Kirk Allen! Ziganove! Hä? Was ist mit deinen Leuten los? Was passiert? Was? Ich hab versucht, einen Richter nachzumachen. Ja, aber ist das schon passiert, oder was? Nee, aber so kenne ich doch die Halunken. Das wird doch passieren. Ja, genau so. Genau so kennt man sie. Die ganze Zeit rein. Alle drei, genau. Bist du Keller? Ja, genau, so sehe ich die immer ankommen. Morgens, ne? Einfach nur zur Begrüßung, Kaffee in der Hand. Bist du Keller? Kommen sie alle so an. Ja, definitiv. Sehe ich auch so. Leicht aggressiv gestimmt. Was denn? Ich weiß, ich gefiele besser, als ich Schmerzen hatte und nicht so viel Blödsinn gelabert habe. Da musst du jetzt durch. Es sei denn, du schickst mich mit Mitch wieder los und er baut wieder einen Autounfall. Also tatsächlich, er konnte mir ja so besser. Dafür. Er konnte, das weiß ich nicht. Ich kann mich nicht erinnern, Victor. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich in dem Auto... Er konnte definitiv nichts dafür. Okay, er konnte nichts dafür. Oh, schöne Geschichte übrigens. Oder an der, ich wurde noch mit... Noch ein letzter Punkt nur noch. Wenn ein Termin verschoben werden sollte, bitte auch so verschieben, dass wenigstens 2 Tage Unterschied da sind. Zwischen dem Originaltermin und dem neuen Termin, damit wir auch Zeit haben, die Leute, sag mal, oder wenigstens einen Tag, ne, dazwischen, so, wenn ihr am Montag etwas gehabt hättet und das müsste verschoben werden, dann bitte auf Mittwoch verschieben, beispielsweise. Damit wir die auch Zeit haben, den Leuten Bescheid zu geben. Okay. Auch wenn es frühzeitig genug ist.
Wenn es zum Beispiel Montag die Verhandlung ursprünglich wäre und man wenn, das Samstag verschieben. Wenn es frühzeitig genug ist, dann nicht. Aber wir reden jetzt, ich rede jetzt von einem Fall so wie letztes Mal, dass das am gefühlt am Tag selber verschoben werden musste. Und dann die eine Verhandlung muss irgendwie korrigiert werden. So, ne? Am besten, wenn es am Tag selber verschoben werden muss, dann bitte auf zwei Tage später. Ja, okay. Da würde ich es anders formulieren. Ja. An dem Tag, wo es verschoben wird, mindestens zwei Tage. Ja. Der Sinn ist verstanden, das reicht. Warte, erklär das nochmal. An dem Tag, also, wo man einen... Wow, okay. Ich wollte schon sagen. Ja, manchmal hört er nicht zu, das ist das Problem, Noah, weißt du? Dann tippelt er da so auf dein Handy, spielt irgendwie Raytris und dann hasst du ihn nicht. Der höre ich du musst immer ihn, zu. Du musst ihn bei dir, ja genau, du musst ihn bei dir halten, indem du zum Beispiel eine weibliche Stimme hast. Das funktioniert hervorragend. Yeah. Oder, ja, gut, oder Frequenzgenerator, 200.000 Hertz. Aber dann ist er immer so abgelenkt und guckt nur noch auf die Stimme quasi und macht diese komischen Kommentare mit diesem komischen Stöhnen zwischendurch. Oder ich wiederhole jeden Satz zweimal. Ja, der hört ja auch zweimal nicht so. Also. So eine Schallplatte. Ja. Schön. Jetzt guckt er mich wieder an. Hat Pili gesagt, dass sie ankommen? Hört ihr auch nicht mehr zu. Ich hab's so für Viertel vorbestellt. Red, schau, machst du den Beisitz heute? Ich geh mal gucken. Weil ihr euch das so besprochen habt? Okay. Der müsste drin sein. Eine Bitte, wenn es etwas gibt, ja? So soll ich euch direkt sagen, wo ihr einwerfen wollt, nicht reinschreiben, weil das bringt ihn aus der Konzept und dann muss er weinen, so schreibt es mir per Sinn. Ach, muss er weinen? Ich habe mich danach zusammengerissen und habe Valentini SMS geschrieben. Muss nicht. Ja. Hm? Nee, er macht direkt seinen Ton stumm und einfach an mich. Ja. Auch mal so. Spannend. Hattest du eigentlich schon einen Vorsitz? Nein. Okay. Kommt jetzt dann noch mit Herrn Omar Kima. Naja, sehr gut. Aber wenn du schon einen geplant hast, ist doch super. Valentini habe ich jetzt auch einen Vorsitz reingedrückt. Muss er jetzt machen? Ja. Der holt jetzt schon. Ich weiß. Weil er stand auch drei Minuten neben mir und hat einfach nur Hilfe gesagt die ganze Zeit. Ja, ich bin ja nicht der große Redner. Ja, dann versuch trotzdem ein bisschen. Ja, aber sag Bescheid, wir können dir helfen. Ja. Aber helfen und nicht quasi seine Arbeit machen. Er muss es auch lernen. Ja. Gehört er dazu leider beim Staatsanwaltschaft. Sonst muss er Beauty oder Clerk machen. Schuldig im Sinne der Anklage. Ja. Ich mag ihn. Ich sehe auch ein gewisses Potenzial, aber so deswegen, Bauchgefühl, so böse wie es klingt. Deswegen drücke ich ihn ja auch. Ich würde ihn mehr als Clerk sehen. Aber deswegen, wir drücken ihn mal und gucken mal, was dabei rauskommt. Also, wir schütteln Joey? Mal. Reden über Valentini. Auch. Ja, alle. Ja, Bradshaw, dieser Bradshaw, ne? Wir müssen unbedingt über diesen Bradshaw reden. Owen hat mich eben schon dumm angemacht, ne? Yep. Wir können das auch gerne klären wie Mann. Wir gehen vor die Tür und unsere Actionfiguren raus und lassen sie gegeneinander antreten. Mhm. Mein Gott, hast du Beyblades? Nee, aber Raycan ist Actionfiguren, die haben Bälle auf dem Bauch. Da habe ich irgendwie nicht mehr gehört. Darf ich auch 12 Kolben antreten lassen? Okay. Dafür machen wir eine Donnerkuppel. Oder wir holen uns Würfel und würfeln darum. Mhm. Oh. 20 so, Uhr, ja? Ich hab. Nee, okay. Jetzt hier, nee, oh, nicht wieder weggehen. Alter. Was? Ja, wir müssen reden. Oh. Ja. Bei allen? Das ist nee, eben nicht. 20 Würfel-Battle, ja? Ja, würfel du ruhig deine 1, Bradshaw. Über diese Geheimnisse hier überall. Hol ihn dir. Tiger. Codeway hat mir geschrieben, dass unser Sofa geklaut wurde. Ich hab geguckt, unser Sofa ist weg. Das fehlte gestern schon. Ich wollte dich nur nicht unterbrechen. Wir standen komplettes das Sofa. Umzugsunternehmen das anscheinend vorbeigekommen und hat unser Sofa mitgenommen. Ein Club. Glaub mir, es war ein Club. Wie ein Club? Du hast es gesehen, oder was? Nee, aber ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ja, nee, dann hat einfach jemand in seine Tasche gesteckt und dann ist er damit abgedampft. Mhm. Ich sagte, wie es ist. Das sind die High-Performer. Das ist zum Kotzen. Weißt du, wie schwierig es war, das da hinzustellen? Scheiß auf die 7.000 Dollar. Die sollen mich um 7.000 Dollar anbetteln, aber das war scheiße schwierig, das da hinzustellen. Ich war mit dabei. Nein, warst du nicht. Wie bitte? Stimmt, warst du nicht. Ja, ich hab's ein bisschen transportiert, ne? Ich hab's ein bisschen transportiert. Ja, aber du hast es nicht damit hingestellt. Das war so anstrengend. Das hat so lange gedauert. Liv, das war gestern schon weg. Als wir unten waren. Was? Wo waren wir unten? Ich war nicht unten. Wir waren unten? Gestern auf der Terrasse. Ach, stimmt, deswegen war die Terrasse so groß. Ja, schön. Yep. Was? Ich war gar nicht aufgefallen. Gesagt, ich hatte andere Dinge im Kopf. Yep, hattest du. Was? Werd ich zum Kotzen. Was macht Feldhaus schon wieder hier?
Warte, ich brauche eine Aussage von ihm. Ja, glaub ja, ihm bitte. Erzähl. Ich habe mich mit Ellen ausgesprochen. Und? Er ist immer noch ein bisschen... immer noch ein bisschen distanziert. Er sieht es immer noch nicht so, dass wir jemals Freunde waren, tatsächlich. Das ist immer alles sehr dienstlich, aber er meinte, das gestern sehen wir als also wir werden es nicht vergessen, weil es eine Lektion war und wir sehen das jetzt einfach als gegeben hin und hatten einfach heute ein schönes Gespräch miteinander. So sehen wir das jetzt. Aber dafür weiß ich jetzt, wo Ellen wohnt und das ist das Wichtigste. Ja. Aber und danach wurden wir vom PD noch angehalten mit seinem Paragon. Und Mr. Burke war das extremst unangenehm, dass wir jetzt bei einem Richter eine allgemeine Verkehrskontrolle machen. Und Ellen hat auch voll reingehalten, ja, hat sein Jackett ausgezogen, ist ausgestiegen mit seinem Holster rund um die Hüfte. Und der Officer auch so, sind Sie jetzt ausgestiegen? Ja, darf ich nicht? Ja, also, großartig. Großartig. Ich habe Ellen noch gefragt, ob ich vielleicht aussteigen und wegrennen soll. Um das noch ein bisschen mehr als Übung darzustellen. Mhm. Aber er meinte, naja, das machen wir beim nächsten Mal, wenn quasi mehr. Wir brauchen ja hier Steigerungspotenzial. Das heißt, Zane? Dann hätte ich. Ja, hallo Frau Wayne, Detektiv. Zane, Entschuldigung. Ja. Hallo Frau Zane, Officer Hayford hier, PD 57. Kurze Frage: Wir haben eine Akte von dem Kollegen Bradshaw. Da wurden der Herr Stone und der Herr Kaiser zu einer Strafe verurteilt und dem wurde genehmigt, das als Sozialstunden zu machen. Mhm. Jetzt haben die gerade die Sozialarbeiter bedroht und wollten die abstechen, weil sie nicht die Sozialarbeiterin bekommen haben, die sie wollten. Und ja, die sagen lassen wir nicht so zu. Ja, ja, da kommt tatsächlich das Community Setup uns zu und sagen, die Sozialstunden werden nicht abgegolten, ja. Aus diesem Grund. Genau. Kann ich Ihnen die Aktennummer durchgeben, weil ich kann ja in den DOJ-Part nichts eintragen, dass Sie nur einschreiben, dass das dann doch in Haft angetreten werden muss und wir suchen die jetzt. Hm? Schießen Sie los? Das wäre die 298. Ja. 07. 07. Alles klar, gebe ich weiter. Super, dann kümmern wir uns um die Festsetzung. Danke. Ja, perfekt, tschüss. Ciao. Ach du heilige Scheiße, die Leute haben wirklich alle Lack gesoffen, ey. Liv? Hm? Es freut mich. Nach dem, was du mir gestern erzählt hattest, hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell wieder mit euch, ja, dass ihr euch ein bisschen wiederfindet direkt. Na, ich habe mir auch Mühe gegeben. Die schnutzige SMS geschrieben. Ekelhaft. Liv? Was? Was? Ich bin stolz auf dich. Danke. Für jede schnutzige SMS, die du ihm geschrieben hast. Ich habe mich auch nur ein bisschen erbrochen, als ich das geschrieben habe. Ellen kennt jetzt meine Motivation, warum ich Staatsanwältin bin. Keinerlei Details, aber das Grobe habe ich ihm gesagt, weil er meine Motivation wissen wollte. Weil wir sind auch immer noch, also er hat auch dich erwähnt, also Callahan, Grant und Zane sind immer noch seine Lieblingsstaatsanwälte, weil er bei uns dreien halt definitiv merkt, dass es uns nicht um die Macht eines Staatsanwaltes geht. Er meint wohl, die meisten werden Staatsanwälte, weil sie Macht wollen. Und das sieht er bei uns dreien halt nicht. Deswegen hat er sich halt gefragt, was es dann ist. Es hilft halt häufig den anderen Menschen, sich gegenseitig zu verstehen, wenn man ein bisschen von sich preisgibt. Ja. Ich glaube, das kann viel helfen. Das ist auch, warum Ellen Staatsanwalt geworden ist. Ja. Warte mal, da bin ich jetzt ein bisschen neidisch. Ich glaube, ich muss sie mal anrufen. Nee. Du hast einen Vorsprung mir gegenüber. Ja, du sagst, ja. Verrat ihm einfach, dass ich direkt mit dir drüber gesprochen habe, weißt du? Ach, ne, Liv. Ja. Und ich wollte gestern mich schon bei Mountcastle entschuldigen, dann habe ich ihn nicht mehr erreicht. Jetzt habe ich. War wieder großartig, wirklich. Ich frage ihn, ob er kurz Zeit hat. Er meint, ja, ich lasse kurz noch ein E-Mail hier. Und dann ruft die Leitstelle 20 Mal an.
dann spricht mich Valentini an, weil Herr Paschulke wieder irgendwas möchte. Ja, dann soll ich Hobbs irgendwo abholen. Wir haben Hobbs zum PD gefahren. Dann komme ich wieder. Dann steht der Chief gerade mit den Richtern im Büro. Ja. Und ich denke mir, ja, okay, dann gehst du nochmal kurz beiseite. Und während ich zur Seite gehen möchte, rufe ich halt Noir zurück, den ich schon weggedrückt hatte. Und der Chief sagt, nee, Frau Sane, Sie werden jetzt nicht wieder telefonieren. Leg sie auf. Okay. Aber das heißt, es kam zum Gespräch, ja? Hat wieder vorangepasst. Ja, es kam zum Gespräch und die erste Frage vom Chief war, Frau Sane, was haben Sie mit Frau Sane gemacht? Ich habe etwas mir sehr Unübliches getan. Ich habe mich entschuldigt. Für mein Verhalten. Ja, manche Leute... Aber er hat gestern mit Kündigung gedroht. Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Dann entschuldigst du dich auch mal. Dann habe ich mich auch mal entschuldigt. Ja, und dann war ich wieder frech zu ihm und dann war alles wieder gut. Ne, Mann. Was denn? Er provoziert das. Er möchte, dass ich frech bin. Ich merke das. Das ist das. Der. Ach, Mann! Er provoziert das. Nein, wir konnten wieder zusammen schmunzeln. Alles gut. Das freut mich. Ja. Super. Dankeschön. Wie gesagt, dann habe ich mich ja heute da reingestürzt, dich zu unterstützen, um die Leute mal ein bisschen abzuchecken. Ich wollte jetzt nicht mit Kurz vorher drüber sprechen, vor der Verhandlung, sondern nach der Verhandlung mit seinen Akten. Ne? Ja. Genau. Aber wir sollten da sehr, sehr diplomatisch rangehen, weil er ja auch selbst wollte, dass er ein Feedback bekommt und er hat mir halt auch gegenüber gesagt, dass er sich unsicher ist, ob er wirklich alles richtig macht. Weißt du, gerade... Ja, aber gerade, die Antwort ist nein. Ja, ja, aber wenn man so schon auf einen zugeht, auf einen anderen Menschen, ja, ja, dann... Nein, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass Kurz ein super Typ ist und wir kriegen den hin. Ja. Definitiv, gar keine Frage. Und ich frage mich halt nur, warum es so extrem hapert dann bei den Akten, wenn er eigentlich ne, Verhandlungen und so eigentlich ganz gut macht. Okay. Ich habe übrigens das COCP angemeldet bei Ellen. Der hat das jetzt aufgenommen von Herrn Fischer. Er findet das tatsächlich übrigens relativ schwerwiegend, je nachdem, was Fischer dazu sagt. Ja. Aber das ist jetzt offiziell... Warten wir hier. Genau. Offiziell... Also wir können uns auch vor das Gebäude stellen. Offiziell und wird sich doch nicht kümmern. Ich glaube, Mr. Kellen, wie stehen Sie denn da? Sie sehen aus, als hätten Sie das Graffiti neben sich geschrieben. Hat er auch. Haben Sie nur nicht gesehen. Mein Gott. Pew, pew. Er ist wieder gut drauf. Sehr gut. Er ist wieder gut drauf. Sehr schön. Guck mal, was so eine Entschuldigung alles anrichten kann. Ist ja großartig. Er ist ja richtig gut drauf heute. Ja. Der hat mich komplett rausgebracht mit seinem Quatsch. Ich weiß auch gar nicht, was ich da erwidern soll. Ja, natürlich habe ich das dahin gespult. Ja, ich habe doch wenig erwidert. Alles gut. Ich habe schon gemerkt, dass du den Mund nicht aufgekriegt hast. Ehrenwerte Senior Prosecutor. Jawohl. Richter. Tonya Tschatsch. Ja. Wie verdienen Sie gerade Ihr Geld hier? Umstehen. Und reden. Reden. Wir reden über Arbeit. Kellerhin hat offensichtlich hier gerade hingesprayt. Ja. Yep. Der Chief. Weil er hier so lässig steht mit seiner College-Jacke. Mach ein Foto davon. Pew, pew. West Side. Wieso Westside? Wir sind ja Southside. Southside. Ich tue jetzt etwas, was mir unter Geldbuße von $500 vom Chief verboten wurde. Was? Und das werde ich deinem Daddy erzählen. Was? Oh Gott, ich schmeiße gerade dahin. Oh Gott, was? Komm her. Was? Was ist gerade passiert? Was ist gerade passiert? Er hat mich angemacht. Er hat dich nicht angemacht. Oh, was kommt denn da? Er hat dich nicht angemacht. Okay, PD? Die Demonstration, die Nikos angekündigt hat. Schön. Ja, PD? Ah, nee, warte mal. Ist das der AOD? Dann sind das die Angeklagten. Ja, das ist Pain. Das sind die Angeklagten. Das ist gut. Also das PD muss doch hier sein für die Einlasskontrolle. Chill. Das sind die Angeklagten. Ich rede mal mit ihm. Alles gleich. Ich warte kurz. Ja, warte kurz. Ja, ja. Warte mal kurz.
Also du, also ich habe ja einen großen Auftritt erwartet, ne? Ja. Das ist hi. Tina, der geht gut in die Luft. Ich werde vorsichtig an ihrer Stelle. Willkommen zur Gerichtsverhandlung. Ja, aber die Fackeln dürfen wir nicht mit reinnehmen. Naja, das ist aber bis zum Eingang, oder? Wir machen die Vorhanden ab. Ja, okay. Ja, finde ich in Ordnung. Oh. Aber verbrennt euch nicht selber dran, ja? Das wäre unangenehm. Nein, naja, ich meine, wir sind die Angels of Death. Ich glaube, also, Payne kennt gespielt, sich ne? aus, oder? Payne, du kennst dich aus, wo der Eingang ist? Nee. Nee, kennt er nicht. Rechts rum. Manchmal geht er auch einfach zum Fressen. So, jetzt folgt er mir einfach, genau, die Reisegruppe, AOD bitte hier entlang, dankeschön. Bane? Ja. Grüße, PD43 Fox hier. Ja. Ich wollte nochmal nachfragen, vorhin hat ein Kollege angerufen auf die Reisestellnummer von den Staatsanwälten. Ja, richtig. Bezüglich wegen Autos. Deswegen habe ich auch nicht weitergesprochen. Ja. Wissen Sie, wer Ihnen da die Infos rausgegeben hat? Waren Sie das zufällig? Was sind jetzt für Infos? Also was ich also, nicht sehe. Ich glaube, das war ich. Ich glaube, wenn es darum geht, dann war ich das ja. Ah, okay. Nee, nur weil er wusste jetzt auch. Nee, also aber Mr. Fox, wir haben mit dem Traffic Law nichts zu tun. Er hatte halt da eine rechtliche Frage. Ich habe gesagt, es steht da halt nicht, deswegen würde ich es so nicht sehen. Also, dass man das stehen lassen muss, das Auto. Das war aber nur eine Rechtsberatung quasi, ja? Sie machen Traffic Law. Pedida. Allein machen das Traffic Law. Ich habe hier den Eimer, wo wir die Fackeln reinlegen können, ne? Genau, das war ich. Was bin ich da sehen? Alles klar, ciao. Können wir vorne uns nochmal sammeln? Nochmal kurz sammeln. Ja, ich finde auch, dass ihr ein Bild machen müsst. Ich mache ein Bild von euch. Kommt schon. Willst du mit mir die Fackeln kreuzen? Muss ich die Fackeln wieder rausholen? Ja, Fackeln anzünden. Fackeln anzünden. Fackeln anzünden, hier, los. Braucht zum Glück noch nicht aus. Ich stehe hier vorne. Keine Ahnung, ob ich das gut finden soll oder nicht. So, V-Formation. Ja, wollte gerade sagen, also ihr steht ein bisschen durcheinander, das sieht nicht gut aus. V-Formation. Wir können das auf der Treppe machen, dann wäre es Multilevel. Wer ist denn das? Auf der Treppe, ich gehe so ein bisschen runter. Okay, nice, das. Ja. Multilevel V-Formation bitte, ja? Multilevel V-Formation, soll ich noch ein Stück runter? Multilevel V-Formation. Ordnen Sie sich ein. Ja, ja. Richtig. Ja, hübsch. Ach Gott, Kramer. Hervorragend, nur die Hälfte von euch hat eine Fackel im Gesicht. Hervorragend, ja, sehr gut. Kramer war noch nie eine große Leuchte. Schicke ich dir nachher, Payne. Aber sind sie öfter hier? Ja. Scheiße, ist der besoffen? Ob der besoffen ist? Natürlich ist der besoffen. Oh Gott. Ist das Detten? Ist das Detten? Ja. Einfach deinen Mülleimer rein. Sie wissen schon, dass es ihre Aufgabe ist, die Angeklagten unter Kontrolle zu halten, ne? Einfach. Und die Angeklagten sind unter Kontrolle. Die sind nicht da. Der Rest gehört nicht zu meinen Angeklagten. Ja. Wer ist denn alles angeklagt? Drei weiße Tauben. Und Schwind. Na gut, Glück gehabt. Ich kann noch was sagen. Sieben gute Jahre überstehen. Oh mein Gott. Hey, das wird gut. Komm mal her. Ach, Mario, bist du auch dabei? Ich würde gerne zum gemeinsamen Kotzen aufrufen. Ist der Warte. Nein. Warte. Oh mein Gott. Ich trinke. Ist der Uwe auch dabei? Oh Gott. Oh, was zum. Oh nein. Die kotzen da wirklich hin. Ich habe keine weiteren Fragen heute mehr. Ist das Detten? Ist. Also wenn die in den Gerichtssaal kotzen, haben sie ein Problem. Meine Mandanten kotzen nicht. Die sind nüchtern, das weiß ich. Für den Rest kann ich nicht sprechen. Guck mal, da kommt gleich wieder der Geschichtenerzähler. Mit seinem langen weißen Bart. Ja, gehen wir doch mal in den Gerichtssaal. Ja, dann wollte ich gerade sagen, gehen sie doch mal rein, ne? Da wird er. Ja. Oh Gott. Geht's ihm gut? Ich darf keinen Alkohol trinken, Mann. Ja, mach mal Tür. Doch, darfst du heute schon. Entschuldigung! Das habe ich gesehen! Das ist jetzt nicht Ihr Ernst! Was ist jetzt mit der Tür? Es ist nicht dein scheiß Ernst! Alter!
Ich muss hallo, rein! Hallo. Wir wollen noch rein! Wie heißt dein Sergeant Arms? Hey. Du warst auf jeden Fall. Los, Tür ist offen, alle rein hier! Großartig! Ja. Oh mein Gott! Durchsehen! Oh Gott, ich kann nicht stehen! Einfach das mir folgen! Ah. Okay. Okay, auf einer Skala von 1 bis 10, wie besoffen bist du? Noch nicht voll genug. Ach Gott, du kannst nicht mehr laufen, oh mein Gott. Da passt noch was. So, müssen wir links oder rechts in den Saal? Jeder von Ihnen wird jetzt erstmal durchsucht. Warum? Warum? Brauch nur ganz kurz Ihren Namen, bitte. Ich bin das erste Mal hier. Das ist das Sergeant at Arms. Der steht da leider nicht drauf. Ich bin wirklich das erste Mal hier. Ja, schön. Ihr Name? Alle einmal nochmal draußen vor die Tür, bitte. Ne? Sergeant. Sind Sie Mr. Schmidt? Ja. Ja, oh, einmal nochmal vor die Tür hier. Ich bin nicht Mr. Schmidt. Das hat ja keiner. Schade. Nein, Mr. Schmidt. Ja, ja, ne? Gut, ich sag mal, das, ne, das hat man nicht. Ach ja, sie sind auch. Ja, mit der Kutte und Payne. Den Haaren, das ist, ne? Ja, mit der Kutte und Payne. Ist das Ali? Ja. Ist wirklich Ali. Ja, natürlich. Schön. Gut, ihr lasst euch ja sicherlich freiwillig durchsuchen von den Officern, ne? Scheiße, die sind alle voll wie die Eimer, die haben noch nichts dabei. Die selbst wenn die wollten, könnten die nicht schießen. Ich stütze dich mal. Jetzt mach hier keine Faxen. Nein, müssen alle durchsucht werden. Es tut mir leid. Nein, Bier wird nicht abgenommen, aber wenn ihr euch daneben benehmt, fliegt ihr raus. Ja, aber ihr müsst trotzdem durch euch durchsuchen lassen. Nee, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall nehmen wir uns benehmen. Auf gar keinen Fall. Perfekt, dann lasst euch jetzt durchsuchen, dann dürft ihr nach oben, ja? Kann ich meine Sachen irgendwo in eine Kiste werfen? Natürlich. Ja, ich werfe meine mit da rein. Habt ihr eine Kiste? Habt ihr eine Kiste? Mach mal die Kiste. Ja, ist da super, Kiste. Kiste. Alle in die Kiste. Das kannst du auch einfach keinem erzählen, dass ich einen kompletten AOD unter Kontrolle habe. Das kannst du einfach keinem erzählen. Alter Finne. Bist du Press? Zane, Sie ich bin bei uns offensichtlich anfangen. Der Oberpressmann. Miss Zane ist Press vom. Ja. Okay. Okay. Nein, ich mache die Ansagen, siehst du doch, keine oder? Fragen mehr. Die hören auf mich, Detten. Ich habe keine Fragen mehr, aber gut. Also. Er ist Detten. Kennst du die besser? Wer der Typ, der jetzt gerade hier eingebrochen ist? Wer ist war eingebrochen, bitte was? Der mit den roten Haaren. Der Sergeant at Arms, weißt du, wie der heißt? Der jetzt gerade da drüber klettert. Ahnung. Ach, Mann, Stetten, der ist hier gerade eingebrochen. Der ist hier gerade eingebrochen. Oh, vorsichtig, nicht so schubsen. Vor meinen Augen, ich stand wirklich 20 cm davon weg. Also, wir haben alles in die Kiste geschmissen. Toll. Ja. Ja, super was. Ich halt doch nicht immer hin. Was machst du da? Oh Gott. Von da unten müsst ihr noch viel hübscher painten. Freue mich, wirklich. Schön, dass ihr hier seid. Ja, echt. Großartig, ne? Ich freue mich. Oh Gott. Oh Gott. Es wird eine großartige Verhandlung werden. Menschenauflauf. Ich bin nüchtern übrigens. Ja, ich habe mir von eurem eurem Rechtsanwalt mehrfach versichern lassen, dass die zwei Angeklagten nüchtern sind, ja. Ja. Wir haben uns extra heute für heute frei. Zusammengerissen. Toll. Hey, Lana. Wir haben uns freigenommen vom alltäglichen Besäufnis. Wunderbar. Ja. Ihr seid sehr vorbildlich. Ich möchtest du mag Lolli? Ja. Ich weiß nicht, ich darf von fremden Männern keine Lollis annehmen, glaube ich. Ich kann dir eine Zuckerstange geben. Entschuldigung. Ja, wir haben von Magic Mark noch eine Zuckerstange. Auflauf. Ich und eine Zuckerstange? Nein. Ja, keine Süßigkeiten von fremden Männern, tut mir leid. Was macht? Wir müssen uns erst näher kennenlernen, Schmidt. Wir haben doch alles in die Kiste gemacht. Nimm die scheiß Hände runter, komm her. Gehen? Glaub das alles. Das habe ich leider nicht verstanden. Payne ist sehr laut, wenn er möchte. Ob wir denn kurz zur Seite gehen wollen, damit wir uns besser kennenlernen können. Was. Hallo. Später vielleicht. Oh, oh Gott. Komm in den Rücken. Alles gut. Es wird sehr großartig werden. Ich freue mich jetzt schon. Das wird wahrscheinlich eine 12 von 10. Ich hoffe, ihr habt genug Geld für Ordnungsgeld dabei, ne? Ich sag's noch. Nö. Also ich hab genug Haftzeit dabei, auf jeden Fall. Ah, ich habe $77 dabei. Ich habe $3 dabei. Ich habe drei dabei. Wer bietet weniger? Ich habe 50. Ich habe 8000. Ich gebe aus für 10. Ja, das reicht erstmal für Ordnungsgeld. Das kommt gleich hin. 8000. Glaube ich, nicht mehr ansprechbar, oder? Können wir jetzt da rein? Ich will einfach jetzt da rein. Die Tür ist offen, ne? Wir wurden alle dann los, alle hier nach. Ich glaube, wir brauchen hier einen Sanitäter. Wir dürfen rein. Warum brauchen wir einen Sanitäter? Bella ist nicht ansprechbar, nicht mehr. Bella, das riecht so. Ja, das gibt sich wieder. Hat sie es nicht mal reingeschafft? Naja. Hat sie es nicht mal reingelegt hier auf dem Boden? Ja, dann ruf mal Sani oder so. Alter, was machen wir denn? Oh Gott. Fresse, ich krieg die Tür nicht zu, ey. Kilian, da bin ich wenigstens dann. Oh, Brad. Hallo.
Wir fahren einfach mal hoch. Nee, am besten müssen wir mit dir runterfahren. Ach, Gott im Himmel. Willst du den Lolli? Hä? Nein, danke. Es gibt was? Ne. Achso, es gibt Anwaltskanzleien, die so, die keine Ahnung, die nehmen anscheinend jeden Mandanten. Boah, ich würde es mir, glaube ich, nicht geben. Ja, also die zwei Angeklagten sind nüchtern, da haben sie schon recht. Mhm. Mhm. Wenn du, ich meine, im Zweifel waren sie Pflichtverteidiger. Und wenn du Pflichtverteidiger bist, kannst du sie nicht aussuchen, ne? Das ist dann leider so. Gibt es jetzt Pflichtverteidigung? Ich hab's noch mal nicht begriffen. Naja, also die werden ja trotzdem bezahlt, ne? Neben ihrem Gehalt. Wenn sie verteidigen müssen und wenn derjenige den Spiel zahlen kann, dann ist es ein Pflichtverteidiger. Die kriegen nur kein extra Geld mehr für Pflichtverteidigung. Okay. Hm. Das ist jetzt quasi deren Pflicht, das zu tun. Richtig. Wie es auch schon im Namen geschrieben steht. Okay, aber wurscht. Aber. Es steht ja überall, dass wir als DOJ dafür Sorge tragen, dass ein Pflichtverteidiger zustande kommen muss und dementsprechend. Doch, das schreiben wir überall rein, in jeden Strafbefehl. Und genauso ist es in der Miranda-Warnung, ne? Also, wenn sie sich keinen leisten können, dann stellen wir ihn ein. Okay, darf ich dir mal was schlank vorlesen? Und dementsprechend, geht ein Anwalt, wenn er möchte. Warte mal. Wollen wir mal hoch, ist 21 Uhr. Doch die Anwälte wissen, wie das läuft. Ist mir doch egal. Die Anwalt anrufe und sage, hier ist jemand, der braucht einen Anwalt, dann hat er zu kommen. Ob der jetzt da Geld für kriegt oder nicht, ist mir doch egal. Sorry, aber das ist nur wirklich nicht mein Bier. Wirklich nicht. Also irgendwo hört es auch mal auf. Ich belehre Sie jetzt, sollten Sie ein weiteres Mal aufmüpfig werden, werde ich heftige Ordnungsgelder an Sie aussetzen. Ja, ich werde so hier nicht in dem Gerichtssaal mit den Leuten reden lassen. Genau. Ich hab Ihnen doch schon gesagt, dass das nicht funktionieren wird heute. Ich möchte nur, dass Sie das verstehen. Sie kriegen die individuelle Belehrung, bevor die Belehrung für alle anderen kommt. Jedes weitere Wort, das Sie so an uns wenden, wird sie teuer zu stehen. Scheiße, ich habe mit meinen Leuten gesprochen, die sollen sich hinsetzen. Das waren $500. Ich möchte, dass das Ordnungsgeld in diesem Zusammenhang vermerkt wird. Scheiße, das waren schon $500? Das sind $1,000. Wenn Sie ein weiteres Wort an das Hohe Gericht so werden, mit den Fluchwörtern und den Beschimpfungen, werde ich das natürlich weiter eskalieren. Dankeschön. Der Rechtsanwalt ist frei in seiner Wahl seiner Mandanten. Eine Vertretungspflicht. Gut, dann suchen Sie langsam Ihre Plätze auf, Mr. Posch. Ja, aber es heißt doch Pflichtverteidiger. Ich habe zwei Angeklagte hier. Vertreten Sie beide? Widerspricht sich ein bisschen. Die Vertretung macht heute der Herr Stetten. Ich sitze quasi bei Unterbeschützer. Ja, wir vertreten beide. Der andere Angeklagte ist noch unten. Seine Partnerin ist da bewusstlos zusammengebrochen. Ah, okay. Das ist dann Mr. Schmidt, nehme ich an. Genau. Ja. Okay, dankeschön. Dann verschieben wir die Verhandlung um wenige Minuten, bis der zweite Angeklagte dann hier auch eingetroffen ist und die Frau unten versorgt werden konnte. Übrigens, für dich zur Info, wir sollen nicht mehr reinrufen. Joey bringt das sehr durcheinander. Wir sollen Bretter und SMS schreiben, wenn wir was wollen. Weißt du, warum redet ihr, als wenn irgendwas... Also, scheiße, was für ein Wichser. Komm mal durch. Miau. Der geht auch gerne bis $5,000. Das ist ja fast fehl. Hey. Nur, dass du schon mal Bescheid weißt. Okay, weiß ich Bescheid. Hey, ich hab das Wichser bis da drüben gehört. Du solltest wirklich ein bisschen aufpassen. Soll ich leiser reden und nicht Wichser sagen? Ja! Ja. Red leiser! Scheiße. Ja, ich red leiser, verfickt nochmal. Okay. Also ich hab... Ja? Das wird großartig. Ich hab nur das Gesetz zitiert. Ja, wie gesagt, aber es widerspricht sich doch mit dem Wort Pflichtverteidiger. Wo steht denn, dass es ein Pflichtverteidiger gibt? Das schreiben wir in jeden Strafbefehl rein. Beziehungsweise das wird doch immer in den Rechten vorgelesen von den Officern. Denn das Gesetz, dieser Paragraf, der... Mr. Payne, ich kann Sie hier vorne immer noch hören. Ich belehre Sie ein letztes Mal. Schränken Sie bitte Ihre Lautstärke ein, außer Sie werden in den Zeugenstand vorgeladen. Dann können Sie gerne so laut sprechen, dass wir Sie alle hören können. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das nicht erforderlich. Also sprechen Sie bitte in einer normalen Lautstärke mit Ihrem Rechtsvertreter. Dankeschön. Amen, Bruder. Oh nein. Er wird ihn einfach rausschmeißen. Ah.
Der Rechtsanwalt, wo ist er denn? Du warst das. Ja. Oh, nee. Der Rechtsanwalt. In dem will ich nicht sitzen. Bleib mal sitzen. Dann ja, die gleiche Rechte Verteidigung, bla bla. Der Rechtsanwalt ist frei in der Wahl seiner Mandanten. Eine Vertretungspflicht existiert nicht. Aber da hat er wohl recht, ne? Zu viel, Mann. Der musst du beim Chief anmerken, ne? Du musst mal fragen, wie es denn aktuell aussieht, ob wir Pflichtverteidigung haben oder nicht. Kann jemand mal Klaus hochholen? Also ich weiß, Bella wird es gerade ein bisschen schwierig gehen, aber... Wir setzen uns einfach in unseren Strafbefehlen so um, die wir per SMS rausschicken und nehmen das raus. Denn ich bin der Meinung, er hat es seinerzeit einmal gesagt, dass er das rausgenommen hat, weil damit Schindluder betrieben wurde. Mit jetzt? Mit den Pflichtverteidigern, dass man da Geld für bekommen hat und dergleichen. Ich spreche es. Ihr müsst da hinten schon ein bisschen lauter reden, ich höre nichts. Ja, gesagt. Zugeschlagene Lösung, bitte. Mediziner sind schon unten. Ja, aber gleichzeitig bin ich mir ziemlich sicher, dass der Chief auch immer wieder die Meinung vertritt, dass jeder ein Recht auf einen Anwalt hat. Natürlich dann schwierig, wenn man beides zusammen haben möchte. Hast du die Ausgabe von was soll ich tun, jetzt? Ne? Also ich meine, wir wissen ja, wie Menschen hier ticken. Stande ist, hier zu erscheinen. Na klar. Naja. Meine Freunde nennen mich Elrond McWong. Bist du da mal warten, Mann? Wissen die Jungs eigentlich, denen du die Akten übergeben hast, dass sie da welche jetzt haben zum Bearbeiten? Mr. Stanton, wo ist denn jetzt noch der verbleibende Mandant? Das MD versorgt sie gerade, er kommt jetzt gleich hoch. Aber er wird nicht versorgt, habe ich das richtig verstanden? Nein, er wird nicht versorgt, er ist voll fähig. Danke. Dann warten wir jetzt noch 2 Minuten. Alles klar. Läuft ihr zurück. Naja, der ist gleich da, was? Jetzt habe ich da schon mit dem T-Shirt gehört. Langweilig. Was ist? So, Leute. Ich gehe auf Toilette. Ach Gott. Ich gehe auf Toilette. Mr. Payne. Um mir was zu essen. Da Sie mich nicht verstanden haben und ich Sie so noch sehr, sehr gut verstehe, sind das $1,500 für Sie. Sie sollen leiser sprechen und Ihre Schimpfwörter runterregeln. Ich kaufe einen Arm, möchte lösen. Ich spring hier weg. Die Nummer 3. Ich bin das Ding ist halt, jetzt bist du als Richter natürlich so ein bisschen, du kannst dich halt nicht vorführen lassen als Richter, aber auf der anderen Seite, gerade Stay ist ja sehr dafür bekannt, dass er RP auch zulässt, ne? Und nee, die Verhandlungen werden halt einfach viel spannender und lustiger, wenn man sowas halt auch mal zulässt. Gerade bei dem Minions-Fall hätte ich mir ein bisschen mehr Minions-Action gewünscht, aber ich glaube, Stay war da wirklich ziemlich genervt von diesem hohen Stimmen auch und so. Deswegen hat er das so rigoros abgelehnt. Aber es macht Verhandlungen halt einfach spannender und lustiger. Sieht bequem aus, ja. Aber ich glaube, wir sind bei 1,5, ne? Da hat er gesagt, er hat $8,000 dabei, also von daher. Vielleicht noch. Der geht noch ein bisschen was. Kommt er jetzt mal, der Mr. Schmidt. Sorry. Er soll seine Freundin da liegen lassen. Was ist mit ihm? Gleich hochkommen. Danke. Also ich sag dir, wie es ist, Tony, ja? Das haben wir jetzt schon 3 Mal gehört. Okay. Ja. Ansonsten. Der Junge. Der war gut. Okay. Das kam von Herzen. Ich frag sonst nochmal die Ärzteschaft, wie lange die noch brauchen.
Ja, aber er wird doch nicht versorgt. Sie brauchen nicht hochkommen. Er soll jetzt hochkommen. Er soll sie einfach liegen lassen. Who cares? Los! Das ist er doch. Schön, schön. Nee, 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 wir sind bei, ich glaube, er rechnet zusammen. 1500. Klaus. Klingt doch schneller als erwartet. Gute Arbeit, Tony. Gut, Mr. Stetten, ich denke, die war Bank perfekt. Der Angeklagten, ihrer Mandanten ist nun vollzählig. Ja, Toilette, ja, und was essen. Fantastisch, ja, das dann können auch. Wir nun endlich beginnen. Ich würde nun alle jetzt bitten, ihre Plätze einzunehmen. Wir beginnen jetzt mit der Verhandlung. Wir verhandeln heute die Akte 61291. Ich möchte Sie dazu recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Blake Mountcastle. Ich bin der vorsitzende Richter in diesem Fall. Hallo, Mountcastle. Es geht in der Akte 61291 in Strafsache der Staat San Andreas gegen Dominic Payne und Klaus Schmidt. Das sind Ihre Mandanten, Mr. Stetten. Das ist korrekt, ja? Das ist korrekt. Okay. Vertreten werden die Mandanten durch die Kanzlei Black Lotus, in dieser Person Mr. Stetten, Beisitz Mr. Posch. Und die Staatsanwaltschaft wird vertreten durch Mr. Kurz und Mr. Bradshaw als Beisitz. Auch so korrekt, ja? Korrekt. Gut, also die Angeklagten sind hier. Dann möchte ich gerne nochmal eine spezifische Belehrung loswerden, weil wir gerade eben schon eine gewisse Stimmung im Saal hatten. Ich bitte Sie, auf Zwischenrufe und irgendwelche Ausrufe jeglicher Art zu verzichten. Sollten Sie das nicht tun, glauben Sie mir, das tun Sie in Ihrem eigenen Interesse, denn ich bin heute mit den Ordnungsgeldern, um die Ruhe des Verfahrens sicherzustellen, in keineswegs zurückhaltend. Ich möchte Sie also bitten, lassen Sie das Verfahren laufen. Rufen Sie nicht dazwischen, geben Sie den Angeklagten den nötigen Respekt, um sich verteidigen zu können und auch der Staatsanwaltschaft, um vorzutragen, damit das Hohe Gericht heute eine Entscheidung treffen kann. Amen, gut. Bruder. Mr. Payne. Ja. Sehen Sie das als Ihre letzte Verwarnung in diesem Fall? Fantastisch. Mr. Kurz, ich bitte um Ihr Eröffnungsplädoyer. Natürlich. Hohes Gericht, sehr geehrte Angeklagte, sehr geehrte Damen und Herren im Gericht. Wenn Worte zu Taten führen und aus dem Unvorhersehbaren der Knockout folgt, aus einer Situation mit falsch geparkten Bikes kommt es zu einer Körperverletzung im Police Department. Mit der Intention, Gegenstände aus der Asservatenkammer für vorherige Straftaten abzuholen, ist eine Situation entstanden, in der das Zuhause unserer Exekutiven des Staates Los Santos mit einem vorsätzlichen Angriff und einem heimtückischen Angriff attackiert worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Tatverdächtigen Dominic Payne versuchte schwere Körperverletzung nach CC § 10 im Sinne des Versuchs nach CC § 2 Absatz 1 vor. Dem Tatverdächtigen Klaus Schmidt werfen wir schwere Körperverletzungen nach CC § 10 vor. Der Antrag des Geschädigten wurde gestellt. Einen Tag später ist dieser leider ausgereist. Oh, wie ungünstig. Achso. Vielen Dank. Mr. Payne, das sind weitere $500 für Sie. $2000 jetzt insgesamt an Ordnungsgeld. Vielen Dank, Mr. Kurz. Nochmal zu den Paragraphen. Bei Mr. Payne sind es Paragraph 10 DC und CC Paragraph 2 mit Versuch. Genau. Und bei Herr Schmidt waren es nur CC 10? Genau. Gut. Vielen Dank. Dann natürlich Mr. Stetten, Sie dürfen auch dazu was sagen. Vorher möchte ich aber erstmal wissen, ob Ihre Mandanten sich schuldig bekennen oder unschuldig? Unschuldig. Unschuldig. Ja, dann natürlich. Sprechen Sie. Natürlich, Dankeschön. Hohes Gericht. Hohes Gericht, meine Damen und Herren, ich vertrete heute meine Mandanten Dominic Payne und Klaus Schmidt, die beschuldigt werden heute der schweren Körperverletzung bzw. des Versuches. Am 5.9. gegen 20 Uhr betraten meine Mandanten das PD in bester Absicht, ihre konfiszierten Gegenstände zu bekommen, die aus vorigen Taten ihnen nicht zugewiesen konnten und wieder ausgehändigt wurden. Das wurde ihnen verwehrt, da mit der Parkweise am PD nicht
ja, Einigkeit bestand. Und sie kamen nüchtern auch in das PD, kamen dort relativ gesittet an und haben natürlich, wie ein MC sich das gehört, die Fahrzeuge oder die Motorräder ordentlich davor geparkt. Nur nicht so, wie es dem PD gefiel. Die Beamten führten meine Mandanten indes denn vor, beleidigten sie, setzten sie in ihrer Würde ab und verwiesen immer darauf, dass die Motorräder, die dort stehen sollten, dort nicht hingehören. Sie müssen weg sein und das wollten meine Mandanten nicht akzeptieren. Sie gingen, es wurden, wie für ein Motorrad-MC, das halt üblich ist, wurde alles dort dann erstmal runtergeschluckt. Vielleicht ein paar Provokationen auch von uns, der Sandte bei Mandanten. Aber besonders hervorgetan hat sich hier der spätere, der Police Officer, der hier auch jetzt ausgereist ist. Durch diese Provokation und die Art der Provokation haben sich meine Mandanten in sich und in ihrem Club sehr herabgewürdigt gefühlt. Es ist immer wieder darauf runtergegangen, dass sie runtergemacht wurden von diesem Officer in jeglicher Art und Weise. Und versuchen Sie sich einfach mal vorzustellen, wie das für Sie ist, wenn Sie mit einer Gruppe dort sind und darauf, wenn Sie mal runtergemacht werden, Sie in Ihrer Gruppe diskreditiert werden. Bis heute sind diese Gegenstände auch nicht wieder an meine Mandanten zurückgeführt worden von Seiten des PD. Sie werden immer noch zurückgehalten, obwohl es ihnen zusteht. Und deswegen gehen wir auf den Paragraphen 1.2. Meine Mandanten haben sich in ihrer Würde gekränkt gefühlt und sich daraufhin verteidigt. Dankeschön. Vielen Dank. Mr. Kurz, ich finde es immer noch wild. Wir würden jetzt die Beweisaufnahme eröffnen. Das heißt, Körperverletzung Sie Zeugen, als Notwehr Beweise, zu sehen, Anträge einbringen? Nachdem man einfach nur beleidigt wurde. Finde ich immer würde noch gerne nicht mit einer Information gut. starten. Ist keine Notwehr. Die betrifft eine potenzielle Nebenklage. Das PD hat sich wenn man sich so sehr beleidigt fühlt, dass man kurz davor ist, jemanden zu schlagen, dann kann man doch einfach gehen. Vorher war das leider nicht möglich. Das ist keine Notwehr. Die Anwaltskanzlei hat sich dazu entschieden, keine Nebenklage zu führen, weil Herr Navarro ausgereist ist. Okay. Oh nein, Navarro sogar ausgereist? Ansonsten jetzt für den Moment keine Anträge. Zeugen sind, habe ich einen geladen. Ich würde aber gerade aufgrund der neuen Erkenntnis gerne zwecks der Geständigkeit sehr gerne die Angeklagten zunächst hören. Ja, Sie können gerne aufrufen, wen Sie jetzt aufrufen möchten. Wen möchten Sie aufrufen? Ich möchte Herrn Dominic Payne aufrufen, bitte. Scheiße, das heißt Payne, Wichser. Mr. Payne, das sind dann $2,500. Sie Ordnungsgeld. Kommen Sie doch gerne nach vorne in den Zeugenstand. Ja. Yeah. Genau da. Mr. Payne, ich brauche kurz Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich möchte Sie nämlich belehren dazu, was Sie jetzt hier im Rahmen dieser Befragung erwarten und was für Rechte Sie haben. Da Sie jetzt Angeklagter also, hier im Zeugenstand... Nein, hören Sie mir bitte zu und sprechen Sie nicht dazwischen. Da Sie als Angeklagter hier im Zeugenstand sind, müssen Sie sich nicht selbst belasten. Ja, Sie haben das Recht zu schweigen und keine Aussage zu geben. Ja, wenn Sie etwas sagen, dann antworten Sie auf die Frage des der Staatsanwaltschaft, sagen Sie die Wahrheit. Ja? Und so wie Sie es erlebt haben, dichten Sie nichts hinzu, sondern so wie es passiert ist. Haben Sie das verstanden? Ja, habe ich verstanden. Fantastisch. Gut. Mr. Kurz, dann dürfen Sie die Befragung starten. Gute Belehrung. Ja, Payne. Können Sie mir die Situation, ja, die Sie dort erlebt haben, einmal erläutern? Damit gesagt, meine ich zu dem Zeitpunkt, wo Sie mit Ihren Bikes beim PD angekommen sind, an diesem Tatabend. Oh Scheiße, da hatte ich bestimmt schon 12 Promille. Aber immerhin hat er nicht gesagt, er muss die Wahrheit sagen, nicht die Wahrheit. Sprechen Sie bitte ein bisschen lauter. Noch lauter! So? Ja, so ist gut, aber der Staatsanwalt ruhig auch nächstes Mal noch ein bisschen lauter. Alles klar. Ja, Scheiße, wir sind da angekommen, da waren wir schon richtig voll. Und dann bin ich da hochgelaufen und kaum habe ich mich irgendwie, kann mich gar nicht richtig erinnern. Da hat er schon mich weggeschlagen, der blöde Bolle. Ja, ich wollte bloß mein Zeug holen. Und der ist total durchgedreht da irgendwie. Also keine Ahnung. Ich habe dann anscheinend auch irgendwas nicht richtig verstanden. Mr. Statham, Ihr Eröffnungsplädoyer hat einen Angriff nicht thematisiert.
Wir würden jetzt natürlich Lieber im Rahmen der Befragung das weiter fortsetzen, aber nur das Hohe Gericht hat das natürlich zur Kenntnis genommen. Ja? Haben Sie dafür eine Erklärung? Zwischenfrage? Aktuell nicht, nein. Okay, danke. Okay, Mr. Kurz, dann stellen Sie einfach weiter Fragen. Hat er gesagt, dass er nüchtern war? Und? Lauter! Ja, wir sind heute nüchtern, extra. Ich habe extra heute nichts reingedübelt, damit ich hier vernünftig sprechen kann. Ja. Sonst bin ich immer voll wie ein Eimer. Hat er im Öffnungsplädoyer gesagt, dass er nüchtern war? Sonst betrunken, Gott sei Dank, Motorradclub. Es geht darum, dass es jetzt, dass er jetzt nüchtern ist. Ja. Okay. Hat er im Öffnungsplädoyer gesagt, dass er nüchtern war? Wenn das nicht der Fall war, tut mir leid. Wer denn jetzt? Danke. Können Sie die Befragung vorstellen, Mr. Kurz? Hat er, glaube ich, kein Wort drüber verloren. Herr Payne, als es zu den Schlägen kam, wurden die von Ihnen gestartet oder wurden die von jemand anderem ausgelöst? Scheiße, warum sollte ich mich denn da prügeln? Ich wollte nur mein scheiß Zeug haben. Der Typ ist da komplett durchgedreht, dieser Wichser. Der arme Stetten. Ja, er erzählt gerade was ganz anderes, als es seinem Anwalt erzählt hat. Zu der Person, die Sie gerade so betitelt haben? Ach ja, PD11. Schreibt sie das schon? Nummer. Naja, keine Ahnung, so ein schwarzer Haar, glaube ich. Okay. Ich war voll wie ein Eimer, keine Ahnung. Alles klar, danke. Danke. Ich habe erstmal keine weiteren Fragen. Mr. Joey? Meint das Statham nicht? Statham, wollen Sie eine Frage an Ihren Klienten stellen? Ja, das möchte ich. Ja, das wollen wir nicht hören. Dann dürfen Sie. Mr. Payne, gab es schon häufiger Probleme mit der PD-11, wie Sie nennen? Herr Navarro ist der Name dabei? Also ja, der hat immer wieder Kontrollen gemacht. Der hat uns richtig auf den Kicker gehabt, weil wir halt immer rumgammeln da bei unserem Chapter. Beschreiben Sie das generelle Verhalten von diesem Officer? Der war immer ein bisschen, ich weiß nicht. Ich glaube, der hat sich so ein bisschen überschätzt. Hat immer rumgebrüllt, keine Ahnung. Also immer, wenn wir den getroffen haben, der war der totaler Wichser. Immer gleich geknüppelt und so ein Scheiß. Der hat sich gar nicht unter Kontrolle gehabt. Gab es denn auch Übergriffe auf Ihre Person, die in irgendeiner Weise vom PD aufgenommen wurden? Ja, vorher ging es immer noch. Da haben wir nie was gesagt, aber an dem Tag waren halt ganz schön viele da, glaube ich. Naja. An dem Tag, wo Sie Ihre konfiszierten Gegenstände wiederhaben wollten, wie war da die Stimmung im PD gegenüber Ihrer Gruppe? Ja, die waren schon alle aufgebracht. Wir haben da alle geparkt. Keine Ahnung. Das war gleich Stimmung gegen uns. Können Sie beschreiben, wie Sie dort geparkt haben? Da in der Reihe, wie sich's gehört. An der Seite, direkt vorm Eingang oder? Nee, nach rechts da, an der Seite, glaube ich. Hinter den Streifenwagen. Ja, so rechts, glaube ich. Da, wo halt frei war. Und dann alle, so wie ein MC parkt, ordentlich hintereinander, ja? Klar. Kurz bevor es zu dieser Situation mit der Schlägerei kam, was ist dort passiert? Was hat dieses Gemenge verursacht? Also keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Können Sie sich nicht mehr dran erinnern? Nee. Wie gesagt, wollte man so ein Zeug holen und dann... Ja. Weil es halt so viele Schläge hat, ich kann mich gar nicht mehr an alles erinnern. Wie gesagt, wir haben da geparkt, war voll wie ein Eimer hoch und... Weiß nicht. Naja, irgendwann bin ich wieder zu mir gekommen da in der Menge. In Handschellen und so Scheiß. Okay, keine weiteren Fragen. Ja, hast du noch Fragen? Ansonsten nicht nur eine Rückfrage. Ich habe noch eine Frage. Mr. Payne, Sie sagten, Sie wurden angegriffen. Gerade eben. Jetzt sagten Sie, Sie konnten sich nicht erinnern. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ist so ein Verschwommen verfickt. Ich stelle mal eine präzise Frage, weil die jetzt missverständlich ausgedrückt wurde. Wurden Sie vor Ort angegriffen? Wissen Sie das oder wissen Sie das nicht? Ich weiß es nicht mehr. Gut. Okay, das reicht schon. Hat die Staatsanwaltschaft Rückfragen? Ja, ich hätte noch eine Rückfrage. Dann stellen Sie direkt Ihre Rückfrage. Herr Payne, erinnern Sie sich noch an den Grund, warum Sie zum PD gefahren sind? Ja, wir wollten unser Zeug da wieder haben, was irgendwann vorher abgenommen worden ist. Und als Sie die Entscheidung getroffen haben, das abzuholen, wissen Sie noch, wie weit Sie da vom PD entfernt waren? Das haben wir im Chapter gemacht, da wo wir wohnen. Wissen Sie, so circa, ist das eher so ein Kilometer Luftlinie, eher so 10 Kilometer? Also das ist nicht weit weg, ein Kilometer oder so.
Okay, vielen Dank. Okay. Kurze Frage an meinen Beisitz. Hattest du hier noch Fragen? Ja, Herr Richter, dürfte ich vortreten? Mr. Bradshaw, dann kommen Sie. Vielen Dank.